Ja, moin Freunde, DirectX ist am Start mit einer neuen Folge Wolfenstein 2 The New Colossus und ja, wir befinden uns hier in der Zwickmühle. Die Frau Engels hat uns hier in ihrer Gewalt. Sieht so ein Held aus. Ein verkrüppelter Lump, der nicht mal selber pinkeln kann. Ja, finden sie noch witzig. Noch finden sie es witzig. Wie nutzlos sie sind. Aber wenn ich hier erstmal freikomme, dann finden sie das nicht mehr witzig hier. Danke. Oh. Du, zieh sie am Kragen. Ja, hier mit Axt ist aber uncool, würde ich sagen. Kopf runter. Machen Sie sich nicht lächerlich. Der Widerstand beugt sich nicht. Die will der doch jetzt hier tatsächlich den Kopf abschlagen, oder was? Das kann doch nicht wahr sein. Sei still! Ich arbeite! Ja, sie arbeitet. Aber das tue ich doch. Ich befreie ihren... Ja, hier ist irgendwie ganz uncool gerade. Ich kann auch noch nichts machen. Und du hast gesagt, du würdest Sport treiben und den Zucker weglassen. Aber was haben meine Männer... Und den Zucker weglassen, okay. Kekse, Limonade, Süßigkeiten und dann diese kranken Tagebucheinträge. Obwohl die Rüstung von ihm hier würde ich auch noch gern nehmen. Die ist bestimmt ganz geil. Nimm! Mach schon, befreie ihren Kopf von ihren Schultern. Ha? Du hast mein Tagebuch gelesen. Leg dich ab! Köpfe sie! Oder du kannst dich auf was gefasst machen. Los! Tun Sie es nicht! Schlag zu! Ich kann nicht, Mutter! Das ist eine gute Idee. Leg einfach mal die Axt hier ab, okay? Ein Tagebuch mit Perversionen und Wörtern des Verrates füllen. Das kannst du! Seite um Seite zeigt sich dein schmutziger Geist, während dein ekliger Körper immer fetter und aufgedunsener wird. Verstehst du denn meine Lage nicht? Ich bin verpflichtet, dich zu melden. Du hattest kein Recht, es zu lesen. Caroline Becker, Anführerin des Wiesenau-Kreises. Das kriminelle Genie. Geben Sie nicht auf, Blazkowicz. Geben Sie denen niemals nach. Ja, sowieso nicht. Ja, ich habe noch Hoffnung, dass das hier gut ausgeht, aber ja. Okay, jetzt habe ich keine Hoffnung mehr. Das ist ja hier mal richtig uncool. Ja, ich glaube, wir haben hier Probleme. Die ist mal richtig psycho. Haben diese Augen jemals geliebt? Was meinst du? Küsschen, Küsschen, Küsschen. Das ist nicht komisch. Ja, ist allerdings nicht komisch. Wie du es in deinem Tagebuch geschrieben hast? Auf deine dicken, fetten Wangen? Oder vielleicht lieber hier unten, ja? Okay, okay. Wie komme ich denn jetzt hier am besten weg? Also bewegen kann ich mich noch nicht. Egon, zwing mich nicht. Zwischen dir und meiner Überzeugung zu wählen. Denn du wirst verlieren. Bring ihn her! Was war denn jetzt? Ich bring sie um! Bitte hör auf! Es reicht! Aus dem Blick! Nein! Boah, erstmal schön den Arm abgesplattert. Boah, er macht einfach weiter, ey. Was? Ach, anziehen, okay. Motor, Ausrüstung. Ah, wir können den Anzug nehmen, dann kann ich auch wieder laufen. Cool, wir sind ja quasi hier so ein bisschen gehbehindert. Ja, wenn das ein bisschen schneller geht, dann kann ich den Kollegen hier auch befreien, aber
Ja, die verschwinden jetzt hier durch den Aufzug. Ey, was geht ab bei denen? So, was hat er denn hier? Keinen Arm mehr. Ey, er läuft hier mal ganz easy damit rum. Macht er? Ah, okay, macht sich einen Gürtel drum. Sehr gut. Schön abbinden, immer gut. Mir ging's schon besser, aber immerhin habe ich die Blutung gestoppt. Ja, Blutung ist gestoppt. Sehr gut. So, drücke X für Akimbo. Da müssen wir schon. Ah, okay, hier. Das sind die Meinungsverstärker. Die brauche ich auch. Mit Informationen. Militärgeheimnisse. Ich weiß, wie sie das U-Boot freikriegen. Was? Und da drüben sind Rettungsboote. Ich kenne die Codes. Moment, Moment. Wie kriegen wir unser U-Boot frei? Die Tür dort führt zur Steuerzentrale. Für die elektromagnetischen Traktorarme. Sie können sie von dort aus deaktivieren. Dann geben sie ihr U-Boot frei. Kriegen sie die Tür auf? Ja. Ja, okay. Wir haben eine Chance, hier unser U-Boot frei zu bekommen. Sie die Steuerzentrale und geben sie das U-Boot. Ja, sie macht uns auf. Ich bin gerade keine große Hilfe. Ich bleibe hier und bewache. So, bevor ich weiter gehe, werde ich mich hier nochmal ein bisschen eindecken. Ja, hier haben wir auch noch was. Mal hier ein bisschen. Ja, Limit erreicht. Wir sind voll okay. Ja, ich komme ja schon. Immer mit der Ruhe. Was mit Ihrer Freundin, tut mir leid. So, Motorausrüstung. Setze die Motorausrüstung dazu ein, um mit einem Schmetterangriff Bodengitter zu durchstoßen, Holzkisten zu zerbrechen oder Gegner von oben anzugreifen. So, Leertaste zum Springen und wenn du in der Luft bist, drücke Steuerung links. Okay, das müssen wir dann wohl hier machen, aber... ich schaue mich lieber nochmal kurz um. Okay, da geht nichts. Ja, dann machen wir das doch einfach mal hier. Okay, ja. Jetzt sind wir im Lüftungsschacht hier. Wenn man den Arm verliert und weitermacht, als wäre nichts. Ja, irgendwie macht dem das nichts aus, mal eben einen Arm zu verlieren. Habe ich mir gerade auch so überlegt. Aber gut, man kann viel anstellen, okay, mit einem Beil und einem Regimewechsel. So, da gucken wir uns mal ganz kurz hier Tutorial an. Mit dem Beil kannst du Luken, Holztüren und Kisten aufbrechen. Kisten enthalten häufig wertvolle Gegenstände wie Verbandskästen, Rüstung oder außerdem ist es im Nahkampf nützlich oder bla bla bla. Okay, also das Übliche, was man mit so einem Beil anstellt. Ja, haben wir hier auch Kisten oder was? Kann ich auch was anderes kaputt machen? Hier kann ich mich austoben. So, ja, ich bin mal gespannt. Irgendwie ist es hier noch im Moment ein bisschen ruhig, aber ich habe so das Gefühl, hinter jeder Ecke wartet irgendwie einer auf mich. Keine Ahnung. Noch ist die Luft rein. Überwältigen. Bist du in Nahkampfreichweite eines Gegners? Drücke mittlere Taste, um ihn zu überwältigen und zu töten. Ach, da ist er. Okay, okay. Dann werde ich das doch glatt mal tun. War schön. Auf die Beine. Zack, sind sie ab. Heimliches Überwältigen 4 von 10. Okay, sah ein bisschen heftig aus. So, dem Kollegen geht es jetzt nicht mehr so gut. Die Beine liegen daneben und ja, ich guck mal, dass ich hier wegkomme. Was haben wir denn noch hier? Hier haben wir nichts. Okay, okay. Caroline, hören Sie mich? Bevor Sie hochgehen, passen Sie bitte auf meine Leute auf, während ich das hier erledige. So, da sind wir hier auf der nächsten Etage. Ah, und da liegt auch ein bisschen was an Equipment. Das nehmen wir doch glatt mit. So, da hinten blinkt auch noch was. Was haben wir hier? Ah, haben wir auch noch mal ein paar Waffentruhen. Und da blinkt es auch noch. Da ist, was ist denn hier noch mal? Ah, okay. Bisschen Gesundheit. Aber hier die Waffe will ich jetzt nicht unbedingt. Was haben wir denn? Wieso haben wir denn jetzt nur noch eine? Hm?
Okay. So, Limit ist erreicht. Weiß jetzt gerade nicht, warum wir nur noch eine haben. Gerade hatte ich doch zwei davon. So. Ah, Kommandanten. Drücke J, um Tutorial anzuschauen. Ein Kommandant kann per Funk Verstärkung anfordern. Wenn es dir gelingt, alle Kommandanten in der Nähe unbemerkt auszuschalten, können sie weder Alarmschlangen noch Verstärkung rufen. Wenn du bereits aus allen Rohren feuerst, versuche zuerst die Kommandanten zu töten, bevor sie ihr Funkgerät einsetzen. Beim Durchsuchen der Leichen von Kommandanten kannst du unter Umständen streng geheime und wertvolle Informationen finden. Okay, dann habe ich hier noch Adkimbo. Aha, das heißt, wenn man zwei Waffen tragen will. Jetzt weiß ich auch, was Akimbo heißt. Sobald du mehr als eine Waffe hast, kannst du sie beidhändig führen, Akimbo. Drücke X, um umzuschalten. Okay, so. Gut, mache ich jetzt mal. Mache ich nochmal. Ah, okay, das ist für die dicken Geschütze. Für die dünneren haben wir hier die Akimbo-Geschichte. Ah, und dann haben wir da schon einen. Zuerst den Kommandanten ausschalten. Ja, hier haben wir zwei Kommandanten. Das ist das Problem. Bestätigen Sie die Anzahl feindlicher Züge auf dem Ausmerzer. Wie ist Ihr Status und wie die Bewaffnung? Nur ein Mann! Wie bitte, General? Schön mal hier abgemetzelt. So, jetzt will ich mal gucken hier. Das war hier mal ein bisschen für Randale sorgen. Boah, hier ist auch noch einer. Boah, ich stehe hier so ein bisschen ungünstig. Die schießen natürlich aus allen Rohren. Ich verbrauche hier aber auch echt extrem viel Munition. So. Boah, das ist aber scheiße. Boah, die hat aber eine Durchschlagskraft. Das ist nicht mehr feierlich hier. Die rockt richtig was runter hier, die Pistole. Aber ich will trotzdem hier mal ein Gewehr haben, sonst sieht das hier schlecht aus. Der Kollege hier in meiner Ecke, der geht mir richtig auf die Eier. Macht der den? Die müssen doch mal langsam hier aufgeben. So, jetzt waren... Ne, da ist immer noch einer. Boah, die Waffe, die kann aber irgendwie nichts. Da konnte die Pistole ja sogar mehr. Der weggerannt. Boah, das ist noch ein Kommandant. Der kriegt die Axt. Nee. Modem. So. Sicherheit. Leck mich doch am Arsch. Was für ein Scheiß, ey. So, dann erstmal den ganzen Haufen hier einsammeln. Ja, die sehen hier alle irgendwie komisch positioniert aus. Und so, aber ich muss auch mal hier noch ein bisschen was an Gesundheit finden. Bisschen was haben wir hier? Da liegt da auch noch mehr Zeug. Schade, dass man nicht zwei von den Gewehren nehmen kann. Das wäre nämlich auch noch eine coole Sache. Schön wie so ein Terminator hier rumrennen. So, Limit erreicht, alles voll. Wir müssen uns noch umschauen. Vielleicht können wir hier noch irgendwas anderes entdecken. So, da. Oh. Hier, alles voll mit schönen Waffen.
Kann ich aber nichts mitnehmen. Pistolenmunition, ja, dann würde ich sagen, ich glaube, ich habe hier jo, alles mitgenommen, was geht. Ah, nicht ganz. Ja, Rüstung nochmal. Ja, Rüstung. Rüstung ist auf jeden Fall wichtig. Gönne ich mir auch hier. So, dann würde ich sagen, sind wir startklar. Der Kommandant ist tot hier. Den habe ich hier den Rest besorgt. Was ist denn hier? Ja, okay, okay. So, jetzt muss ich noch mal gucken. Hier haben wir da so einen Lüftungsschacht. Wo kommen wir denn da hin? Keine Ahnung. Ist das überhaupt richtig hier? Was haben wir denn hier? Ja, hier ist zu. Okay, geht nur da lang. Oh, was ist denn hier? Oh, hochentzündlich. Nicht gut. Ja, wir müssen aber hier durch den Lüftungsschacht und dann schauen wir mal, wo wir da hinkommen. So. Ah, was ist das denn Feines? Ja, okay, das ist schon, ja, sieht ein bisschen aus wie, ja, ist es auch, wie so ein MG quasi. Was haben wir denn hier? Ah, da haben wir auch nochmal. Nehmen wir natürlich alles mit. Was ist das denn? Beilwurf, ey. Ich kann jetzt hier mit Beilen werfen, ey. Ist ja nicht normal. Aber geil. So, hier kann ich auch noch alles mitnehmen. Hier ist auch ein Lüftungsschacht. Ey, wie viele Lüftungsschächte sind denn hier? Wie viele Zugänge? Ah, drücke F, um meine Granate zu werfen. Ja, perfekt. Granaten am Start, immer gut. Dann würde ich sagen, gehe ich jetzt einfach mal hier rein. Das mache ich jetzt einfach mal und guck mal, wo ich hier überhaupt hinkomme. Na. Okay, okay, hier geht's raus. So. Ah, okay, ich kann hier einen Schalter bedienen. Waffenkammertür, okay. Waffenkammertür hört sich gut an. Zerstören den Tank mit einer Granate. Ach, die Tür von dem Tank da drüben ist aufgegangen. Da ist der Tank drin. Ich habe ein bisschen die Orientierung verloren. Ja, wie praktisch, dass hier die Tür auf ist, können wir direkt dahin latschen. Und da mal eben so eine Granate reinschmeißen, ist nicht verkehrt. Bam, okay. Ausgang. Ich sehe gerade Backbord-Luftschleuse hier. Nicht verfügbar, okay. Ja, ich habe gerade im Menü gesehen, hier, nee, im Hauptmenü stand irgendwas von Geheimraum. Könnte sein, dass das so Geheimräume sind hier, weil, ja, ist jetzt nicht begehbar, aber, ja, vielleicht demnächst. Ja, ist das geil. Ich kann die Axt werfen und kann mir die dann wieder zurückholen. So, hier kann ich auch lehnen. Boah, hier ist echt Alarm. Boah, die MG, die hat so eine üble Durchschlagskraft. Könnte meine neue Lieblingswaffe hier werden. So, hier Kollege Bratwurst. Einmal im Kopf und schon liegt da. So, das gefällt mir. Boah, schön hat Bein weggeschossen. Boah. Wer macht er denn? Ah, okay. Boah, jetzt machen die hier Alarm, ey. Ohne Scheiß. Was stimmt denn bei denen nicht? Boah, die Waffe ist ja mal richtig scheiße.
hohe Schussrate, aber mehr auch nicht. So, ich muss gucken, dass ich mal hier klarkomme und mal das ganze Zeugs einsammle. Oder zumindest ein Teil davon. Boah, die halten hier auch irgendwie einiges aus. Oh, scheiße. Ich wollte gerade die Axt werfen, ey. Ohne Scheiß. Ja. Eine Sekunde zu spät. Ja, das Lehnen. Das Lehnen. So, jetzt mache ich das anders. Jetzt spare ich mir ein bisschen Munition. So. Kopftreffer. Beintreffer. Kopftreffer. So, ich würde gerne mal den Axtwurf hier austesten. Wann kommt denn das nächste Opfer? Ach, scheiß, voll daneben, ey. So. Der steht wieder auf. Gibt's ja gar nicht. Oh, Granate, ey. Ach, du Heilige. Der Horsti hier. Ja, jetzt schmeißen die hier 15 Granaten rein, oder was? Ey, was ist denn los mit denen? Ich glaube, die, denen geht's nicht gut oder so. Ja, nix Verstärkung hier. Verstärkung ist heute nicht mehr. Die brauchen hier keine Verstärkung. Die brauchen ein bisschen Action. Jetzt kommen die hier von allen Seiten, obwohl ich stelle gerade wieder fest, dass die Pistole extrem stark ist. Im Vergleich zu dieser Uzi oder was das da darstellt. So, da haben wir doch einen Kommandant liegen. Boah. Scheiße. Es tut weh. Scheiße, jetzt mach ich hier schlapp, oder was? Was habe ich denn hier? Ah, okay, okay. 40 Gesundheit, damit kann ich leben. So, ich muss auf jeden Fall... muss auf jeden Fall hier noch ein bisschen was an Sturmgewehrmunition einsammeln, damit ich hier klarkomme. So, und dann bin ich mir nicht sicher, was jetzt mit dem Ding... Okay, das ist ein Pulverlöscher. Ja, ich gehe auf jeden Fall mal hoch hier. So, da habe ich auch noch Panzerung. So, hier kann ich mir auch noch mal ausrüsten. Ah, okay. Was ist das denn Feines hier? Ah, Rüstung. Okay, okay. So, scheint ruhig zu sein. Ich weiß gar nicht, wo bin ich hier richtig? Hä? Ich bin anscheinend hier einmal im Kreis gelaufen. Ah, okay, hier geht's lang. Ach du Scheiße, jetzt bin ich draußen oder was? Ja, sicher, über dem Meer. Okay, oh, da kommen die schon. Ja, die MG ist auf jeden Fall richtig cool. Was ist denn da? Die Steuerzentrale. Ach, das ist das Kontrollzentrum. Okay, okay. Sieht echt genial aus da drin, aber ich weiß nicht, ob ich da rein will. Hat so ein bisschen gespenstisches. Hammerfaust freigeben. Ja, jetzt bin ich ja mal gespannt, was da passiert. Max, 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 Max! Ah!
sofort irgendwo fest, so gut ihr könnt! Wach auf, Max! Max, er ist da! Max! Okay, kommt jetzt! Max. Wir sollten schnell untertauchen! Geschafft, Herr Blaskowitsch!